Hallo, ich heiße Hauke, ich bin 10 Jahre alt und ich bin gerne im Wald, weil man hier so viele Sachen entdecken kann. Hallo, ich heiße Stefan, bin Förster und ich freue mich drauf, heute mit Hauke auf Entdeckungsreise zu gehen. Schauen wir mal, was wir heute alles so entdecken hier. Wir zeigen euch heute mal, wie die Bäume im Wald so wachsen. Doch zu Beginn ihrer Tour laufen Stefan und Hauke über eine große Fläche, wo überhaupt keine Bäume wachsen. Der Wald ist nicht mehr da. Baumstümpfe zeigen, dass hier mal große Bäume gestanden haben. Hauke wundert sich. Junge Stefan, was ist denn hier passiert? Ja, hier hat auch mal ein dichter Wald gestanden, aber Sturm Friederike ist hier vor gut 2 Jahren rübergegangen. Da sieht man noch die Reste von den Wurzeln, von den Bäumen, die umgekippt sind. Und danach ist eben hier Trockenheit gewesen und der Borkenkäfer. Und jetzt haben wir halt eine riesenfreie Fläche. Friederike hieß der Sturm, der in diesem Wald gewütet hat. Umgeworfen und abgebrochen wurden besonders die Fichten mit ihren flachen Wurzeln. Die Fichten, die dem Sturm standhalten konnten, litten in den Jahren danach sehr unter der Trockenheit, weil es wenig geregnet hat und ihre Wurzeln nicht tief in den Boden reichen. Durch die Klimaerwärmung wird es auch bei uns immer trockener. Und weil Sturm und Trockenheit die Bäume sehr geschwächt hatten, hatten es die Borkenkäfer umso leichter. Millionen von ihnen greifen die Fichten an. Sie bohren sich unter die Rinde und legen dort ihre Eier. Ihre Larven fressen Gänge und bringen die Bäume zum Absterben. Ganze Wälder mit toten Fichten, die sind meist abgesägt und weggefahren worden. Zurück bleiben riesige Flächen und eine Frage. Sag mal, Stefan, wie geht's hier jetzt eigentlich weiter? Also hier gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten, dass hier wieder Wald entsteht. Und ein paar können wir uns jetzt mal zusammen angucken. Sag mal, Stefan, wie kommt eigentlich diese Eichel hier hin? Ich habe da so eine Vermutung. Ich steck dir ein. Was ist da vorne eigentlich für ein komisches Ding? Das ist ein Heertisch. Dafür habe ich auch meinen Beutel mitgebracht. Geh mal da oben drauf, dann kannst du mir mithelfen. Guck mal, das kippen wir jetzt hier oben drauf. Das sind die mitgebrachten Eicheln. Hier hebt man mit hoch in die Tüte. Verteilen wir jetzt ein bisschen. So. Von hier aus ist ein Start- und Landebahn für den Eichelheer. Und vermutlich ist auch die Eichel, die du vorhin gefunden hast, von so einem Tisch. Wo alte Eichen fehlen und neuer Wald entstehen soll, deckt der Förster dem Eichelheer den Tisch. Der Eichelheer gehört zu den Tierarten, die sich einen Wintervorrat anlegen. Besonders gern mag er Eicheln. Von denen kann er sogar mehrere in seinem Hals transportieren. Er versteckt die Eicheln im Waldboden, mehr als er später fressen wird. Die Eicheln keimen, so entsteht neuer Wald. Wir haben uns das von dem Eichelheer sogar abgeguckt und das schauen wir uns an der nächsten Stelle mal an. Hallo Julian. Hi. Ich bin heute mit Hauke unterwegs und ich wollte ihm zeigen, wie wir den Eichelheer nachmachen. Du kannst zwar nicht fliegen, aber du hast einen Saatstock dabei. Genau. Und kannst uns jetzt mal zeigen, wie man damit die Eicheln in den Boden sieht. Ja, gerne. Dann nehme ich den Pflanzstock, in den Boden treten, Eichel rein, nach hinten klappen und zutreten. Wieder in den Boden treten, Eichel oben rein, nach hinten klappen und zutreten. Ganz einfach. Kriegst du das hin?
In den Boden treten, Eichel ins Rohr stecken, nach hinten klappen, zutreten. Säen wie ein Eichelhäher. Ja, perfekt, als hättest du das schon immer gemacht. Da möchte ich jetzt mal hingehen. Dankeschön, ciao. Hauke hört ein lautes Geräusch, irgendwas knattert. Cooles Gerät. Hallo. Anton pflanzt kleine Eichen. Und das haben wir früher alles mit der Hacke gemacht, was Anton jetzt gerade mit dem Bohrgerät macht. Weil ihm harte Arbeit ist damit einfacher. Mit dem Bohrer wird ein Loch vorbereitet. Das ist der Start für den kleinen Baum zum Wachsen. Wie lange dauert das eigentlich, bis diese kleine Eiche da groß ist? Bis diese Eichen richtig groß sind, kann es einige hundert Jahre dauern. Wir gucken uns jetzt aber einen Wald an, der ungefähr so alt ist wie du. Und dieser Wald ist dicht. Vor etwas mehr als 10 Jahren hat auch an dieser Stelle ein Sturm die Fichten umgeworfen. Die beiden schlagen sich ins Unterholz. Junge Stefan, das ist ja hier wie im Urwald. Ja, ist ein bisschen enger. Ne? Hier sind die Bäume auch noch kleiner. Die sind jetzt so alt wie du. Hier steht auch nicht nur Eichen, aber auch. Gucken wir mal welche. Wenn wir uns hier umgucken, haben wir gleich noch mehrere andere Bäume. Birke. Genau, eine Birke mit der weißen Rinde. Steht noch eine Lärche da vorne. Und die stehen halt noch dicht, weil die noch klein sind. Jetzt möchte ich aber auch noch mal einen dicken Baum sehen. Gucken wir uns auch noch dicke Eichen an, ne? Dann gehen wir weiter. Komm, wir schlagen uns hier wieder raus. Oh, warte. Haukes und Stefans Zeitreise durch das Wachstum der Bäume endet in einem Wald mit uralten Eichen. Dauert das so lange, bis ein Baum so riesig groß ist? Ja, weil Bäume eben sehr, sehr langsam wachsen im Vergleich zu anderen Pflanzen oder zu uns dann auch. Ne? Als mein Opa so alt war wie du, hat hier schon ein richtiger Baum gestanden. Also das dauert so lange. Das ist auch für euch natürlich eine Riesenaufgabe, dafür zu sorgen, dass vielleicht eure Kinder und die Kinder dann auch hier wieder noch einen Wald erleben dürfen. Ne? Eichelhäher. Guck mal, da oben sitzt er. Ja. Da war doch noch was. Was denn? Eichel. Was soll ich damit machen? Die kannst du dir als Erinnerung mit nach Hause nehmen, wenn du möchtest. Ich möchte die aber lieber einpflanzen. Ja, dann pflanzen wir die hier ein. Wir hoffen, dass da auch ein richtig alter Baum drauf wird. Super. Was wünschen wir der Eiche? Viel Glück. Genau. Die Tour über das Wachsen der Bäume im Wald begann für Hauke und Stefan dort, wo der Wald durch Sturm und Borkenkäfer gerade verschwunden ist. Dass der Wald wieder wächst, ist auch dem Eichelhäher zu verdanken. Wie Menschen säen und pflanzen, Hauke hat es gesehen und ist selbst aktiv geworden. Hauke wird nicht erleben, wie aus den kleinen Eicheln dicke Bäume werden. Der ist schon über 200 Jahre alt, der Baum. Das ist aber nicht schlimm. Trotzdem sät er seine Eiche. So wie der Eichelhäher auch.